Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier im Klofensa-Turm stehen geblieben. Wir haben letztens die ganzen Weisenden kaputtgeschlagen, die nur mit Klofensa kämpfen konnten. Unser Pokémon, unser Starter hat sich entwickelt von Feurigel zu Igelava. Hier finden wir ein Fluchtseil. Mit dem können wir ganz einfach aus dem Turm raus. Ich möchte euch gleich zeigen, wie das funktioniert. Und nun werden wir gegen den Weisenden kämpfen. Den Weisesten der Weisesten. Schön, dass du gekommen bist. Der Klofensa-Turm ist eine Trainingsstätte. Trainer und Pokémon prüfen ihre Freundschaft, um gemeinsam eine rosige Zukunft aufzubauen. Und ich bin der letzte Test. Erlaube, dass ich die Freundschaft zwischen dir und deinem Pokémon überprüfe. Oh yeah, wenn wir das schaffen, dann kriegen wir eine VM, wie ich gehört habe. Der Marek hat... Ja gut, Klofensa. Verbrennen wir also mit unserem Igelava. Koffi. Blöd, das guckt. Ja, finde ich seltsam, dass sich Feurigel erst ab Level 12 in dieser Gen Glut erlernt und dann erst Level, und dann schon direkt Level 40 sich entwickelt. Ich dachte wirklich, das würde sich Level 15, 16 entwickeln, aber so früh. 14, das wusste ich wirklich nicht. Aber Entwicklungslevel haben die, soweit ich weiß, noch nie geändert. Könnte falsch liegen, aber ich glaube das nicht. Auf jeden Fall sehr interessant. Rack. Flammenwurf wäre geil, aber das lernen wir gleich später, glaube ich. Ach, du mit deinem Tackle. Komm her! So, Hut Hut, kann auch nichts. So, wir werden gleich gegen den Arena-Leiter dieser Chat kämpfen, Falk. Wir kriegen Level 15. Zur letzten Entwicklung von Igelava wird aber noch ein bisschen dauern. Vermut mal nach Arena 5 oder so. Könnte ich mir vorstellen. Es ist ja momentan unser einziges Pokémon im Team, deshalb er hat sich auch schon so schnell entwickelt, aber wird sich nach dem ersten Arena-Leiter ändern, kann ich sagen. Oh, sehr gut. Du und dein Pokémon dürftet keine Probleme mit dieser Attacke haben. Nimm diese VM. Sie enthält Blitz. Mike erhält VM05. Mit Blitz kannst du die dunkelsten Orte erhellen. Um Blitz auch außerhalb eines Kampfes anwenden zu können, benötigst du den Orden des Arenaleiters von Viola City. Okay, dann sollten wir uns doch den sofort schnappen. Aber ich werde doch nicht den das Fluchtseil benutzen, weil mir ist eingefallen, dass ich noch Klofensa fangen wollte. Und deshalb hoffe ich, dass ich jetzt, während ich zurückgehe, einen Klofensa finde. Komm schon, wildes Pokémon. Hallo. Ist hier schon zu Ende? Nee, noch nicht. Gut. So, ich laufe ein bisschen da rum, weil ich will ein wildes Klofensa fangen. Vielleicht sogar noch ein zweites. Ja, dauert hier ein bisschen, bis die hierher kommen. Die werden nicht ins Team kommen. Das ist kein Klofensa. Irgendwie speedet er sehr schnell. Weiß auch nicht warum. Eigentlich nie, dass er so schnell speedet. Okay, ich finde gerade nur Radfratz. Seltsam. Na egal, wir werden bestimmt noch früher oder später einen Klofensa finden. Die sind ja jetzt nicht so selten. Ist ja auch egal. So. Ich will aber sagen, bevor wir in die Arena gehen, werde ich mich noch schnell etwas heilen. Ich glaube sogar, in dieser Stadt gibt es ein Secret. Es gibt hier irgendwo, glaube ich, weiß nicht, ob es diese Stadt war, aber irgendwo gibt es, glaube ich, so ein verstecktes Haus hinter den ganzen Wäldern. Was mal geplant war, hier reinzukommen, was sie aber dann gecuttet haben und irgendwie vergessen haben. Da liegen gelassen haben. Eigentlich sehr interessant, wenn man so darüber nachdenkt. Viola City die Pokémon Arena, Leiter Falk, der elegante Meister der Flug-Pokémon. Okay, so und jetzt werde ich trotzdem noch ein bisschen warten, denn ich rede mit den Leuten hier. Falk von der Pokémon Arena in Viola City ist ein großartiger Trainer. Er hat die Arena seines Vaters geerbt und hat dort hervorragende Arbeit geleistet. Ah ja. Hier ist der Markt. Wieso dreht er sich so? Hallo? Hallo? Bist du ein Trainer? Hast du gewonnen in dem Kampf gegen den Arena-Leiter? Nein. Ah ja? Dann lernen sollst du. Folge mir. Ich bin ein Lehrer. Es ist gut für dich, bei mir zu lernen. Okay.
Lehrer? Earl, so lautet mein Name. Wunderbar, sie Pokémon, oui. Ich werde dir beibringen, ein besserer Trainer zu werden. Was möchtest du wissen? Willst du Gewinner du sein? Willst ein Gewinner du sein? Ja. Gut, so lass mich dir erklären. Im Kampf wird das erste Pokémon auf der Liste beginnen. Ändere die Aufstellung in der Liste, um dich den Gegebenheiten anzupassen. Möchtest du noch mehr hören? Ja. Du möchtest also wissen, wie man Pokémon richtig trainiert. Gut, so lass mich erklären. Selbst wenn ein Pokémon nur kurz an einem Kampf teilnimmt, erhält es einige EP. Platziere schwache Pokémon an der Spitze der Liste, tausche sie dann im Kampf gegen ein anderes Pokémon, so können auch schwache Pokémon stark werden. Boah, das ist ja krass, Alter. Schwache Pokémon, die stark werden können, Alter. Das ist ja ein Ding. Ja komm, aber jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Let's go. Es gibt auch noch Trainer, aber bis erstmal in der Arena mit den Leuten sprechen. Yo, das sieht die Pokémon Arena. Hi. Hey, zwar bin ich kein Trainer, aber ich kann dir gute Tipps geben. Glaub mir, wenn du es tust, kann dein Traum von der Meisterschaft in Erfüllung gehen. Du glaubst mir? Dann pass auf. Typ Pflanze ist schwach gegen Typ Flug. Das solltest du dir merken. Ja, also wenn man hier Indivi genommen hat, ist man bis aufgeflogen in dieser Arena. Und das erste Trainer. Lass mich herausfinden, ob du gut genug bist, um gegen Falk anzutreten. Ich denke, ich bin schon gut genug, mein Freund. Und da haben wir einen Vogelfänger, Leo, mit seinem Habitak. Ist so das Gegenstück zu Taubsi, kann man sagen. Und ich habe auch so den Tackle benutzt, obwohl ich Glut entsetzen wollte. Aber Tackle macht ja auch sehr viel Damage, wie ich sehe. Das ist sehr hochinteressant. So, und das war's schon. Also Igelava ist halt wirklich stark schon. Ich glaube, wir werden hier keine Probleme haben. Das kann nicht wahr sein. Das ist peinlich, von einem Anfänger besiegt. Tja. Das Motto lautet Courage. Sie alle hier üben Tag und Nacht, um Vogelmeister-Trainer zu werden. Komm schon! Okay, ich komme ja schon. Der Klaus mit seinem Taubsi. Das ist mal schön gerostet. Ich habe Hunger auf Federvieh. Lecker Geflügel. So. Ich habe sogar ein bisschen Erfahrung von. Noch ein Taubsi. Können sich auch gar nichts einfallen lassen, oder? Und das ist down. Easy peasy. So. Reicht jetzt. Wir gegen Falk kämpfen. Ga! Falks Fähigkeiten sind unübertrefflich. Du solltest dich nicht überschätzen, nur weil du mich geschlagen hast. Ja. So, Falk. Reicht jetzt. Let's go. Ich bin Falk, der Arenaleiter von Viola City. Man sagt, dass man die Flügel von Flug-Pokémon mit einem elektrischen Blitz stutzen kann. So etwas werde ich niemals zulassen. Ich werde durch die wahre Kraft der Flug-Pokémon spüren lassen. Da ist der Leiter Falk. Schickt... Taubsi. Okay. Ich liebe einfach diese Musik. Oh yeah. Taubsi ist jetzt Roasty Toasty. Yeah. Das wird sehr lecker auf dem Grill gebraten. Als ob das kein Level Up ist. What the heck? Oh, Tauboga. Das ist die Weiterentwicklung von Taubsi. Aber nur Level 9? Ey, das ist gehackt. Taubsi entwickelt sich für später zu Tauboga. Das reicht mir. Du hast mich zur Weißglut gebracht. Versteht ihr? Oh, überlebt das. Windstoß. Oh, oh. Oh, ja gut. Das hat sich dann wohl geklärt. Ja, dann die Musik nicht mehr lang. Aber naja, das war so gesehen ein kleiner Geschmack auf die Arenaleiter später im Spiel. Und wir erreichten Level 10. Verflixt! Mein Vater hat Flug-Pokémon geliebt. Also gut, nimm dies.
Es ist der offizielle Flügelorden der Pokémon-Liga. Oh? Der Flügelorden stärkt den Angriffswert deiner Pokémon. Okay, das wusste ich sogar gar nicht. Außerdem können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Hier, ich habe noch etwas für dich. TM 31, okay. Was mache ich damit? Was ist das so? Benutzt ein Pokémon eine TM, erlernt es sofort eine neue Attacke. Überlege dir den Einsatz gut. Eine TM kann nur einmal eingesetzt werden. Also hier in Gen 2. TM 31 enthält Schlemmschelle. Sie fügt dem Gegner Schaden zu und reduziert gleichzeitig seine Genauigkeit. Mit anderen Worten, sie ist sowohl defensiv als auch offensiv. Okay, danke schön für die TM, aber werde ich wahrscheinlich nicht verwenden müssen. Das war auf jeden Fall der erste Arena-Leiter. Ihr seht schon links, wir haben den ersten Orden bekommen und... Was ist denn schon wieder? Hier ein Notfall? Hallo, Mike? Wir haben etwas über das Ei herausgefunden. Mein Assistent ist im Pokémon Center von Viola City. Würdest du mit ihm sprechen? Okay. Na, zumindest muss ich nicht zurücklaufen. Ich glaube, ein Remake ist da statt ein Center im Markt. Ich habe einen wackeligen Baum gesehen. Wenn du ihn berührst, windet er sich und tanzt cool. Okay. Was labert der? Sie verwendet die Namen ihrer Lieblingsspeisen. Als Spitznamen für ihre Pokémon meine ich. Achso, für ihre Spitznamen meine ich. Jetzt wurde selbst angehört, was ich gesagt habe. Ich nenne meinen Taubsi Erdbeere. Okay. Really weird. Okay, ja, hier geht's nicht lang. Da ist die Absperrung. So, aber wir sollen zum Pokémon Center gehen, wegen dem Ei. Okay. I guess. Dann geh mal her, das bist du wahrscheinlich, oder? Mike, lange nicht gesehen. Professor Lynn hat mich gebeten, nach dir zu suchen. Er hat noch eine Bitte an dich. Nimm bitte das Pokémon Ei. Okay. Wir haben entdeckt, dass ein Pokémon erst schlüpft, nachdem es im Ei gewachsen ist. Außerdem muss es sich in der Nähe anderer Pokémon befinden, um zu schlüpfen. Mike, du bist die einzige Person, auf die wir uns verlassen können. Bitte ruf Professor Lynn dann, wenn das Ei soweit ist. Ich find's ja lustig, wie die diesem Spiel immer tun, als hätten die noch nie zuvor in diesem ganzen Leben ein Ei gesehen. Als ob so ein Ei so selten wäre. Warte, was? Das Ei wird geheilt? Okay. Ich werde das Ei verbrüten, aber das Pokémon, was innen drin ist, das wird nicht unser Teammitglied. Will dies wissen, was da drin ist. Es bewegt sich manchmal, es könnte bald schlüpfen. Oh, okay. Jetzt schon. Naja, okay. So, machen wir unsere... Setzen wir unsere Reise fort. Und wir gehen los zur nächsten Stadt. Uns bleibt ja eh nichts anderes übrig. Wir haben noch einen Obstbaum. Ach, warte, wir wollen dann noch im Pokémon-Markt mit Leuten sprechen. Das hab ich ganz vergessen. Pokémon Center haben wir auch schon mit dir geredet, oder? Ich hoffe mal. Fängst du ein Pokémon, ist es vermutlich sehr schwach. Aber letztendlich wird es wachsen und stärker werden. Es ist wichtig, Pokémon sehr viel Liebe zu schenken. Okay. Liebe. Pokémon können Items wie Trank und Gegengift tragen. Aber so offenbar sind sie nicht in der Lage, künstlich hergestellte Items zu benutzen. Deshalb hat man Beeren. Beeren sind immer besser als die Items in den Läden, Leute, merkt euch das. So, und hier ist eine neue Route, wie auch immer mit dem Schild zur Seite lesen können. Route 32, Viola City, Azalea City. Man kann ja auch nach links, Alfruinen Osteingang. Aber in der Alfruinen können wir noch gar nichts machen. Aber ich werde schon mal mit den Leuten reden, aber ich werde hier nicht viel machen. Das machen wir dann ein andermal, wenn wir dann mehr hier machen können. Du untersuchst die Ruinen? Ich sehe einen Wissenschaftler ins Spiel. Ah ja. Altruin, eine Besichtigungsstätte für Touristen. Versuche die schenkbaren Steintafeln zu bewegen. Wo krieg ich dann was? Auf den Steintafeln sind Zeichnungen. Ich versuchte die zu bewegen. Ich frage mich, was sie darstellen. Und da sind wir in den Altruin. Aber hier machen wir noch nichts. Das spare ich mir für eine eigene Folge auf, wo wir dann die komplette Alfruin machen.
Wir brauchen nämlich erstmal was, damit wir was mit Wasser anfangen können. Kann ich nur sagen. Deshalb gehen wir erstmal nach unten. Normalerweise hält er einen auf, wenn man den ersten Orden nicht hat. Aber jetzt haben wir ihn, ja. Du besitzt einige gute Pokémon. Sie sind bestimmt wegen der vielen Kämpfe, die du mit Wien und bei Viola City absolviert hast, so gut. Das Training in der Arena muss von großem Nutzen gewesen sein. Nimm dies als Andenken an Viola City. Damit werden Pflanzenattacken verstärkt. Wundersaat! Dankeschön. Die Erfahrungen von Viola City werden dir auf deiner Reise von großem Nutzen sein. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wundersaat ist ein Item, was Pflanzen-Pokémon verstärkt. Oder Pflanzenattacken? Eins von beiden, bin mir jetzt auch nicht sicher. Und hier finden wir schon Voltilan. Ein sehr süßes Pokémon. Und ja, ich würde sagen, ich tackle das mal. Ich hoffe, das überlebt. Es überlebt sogar. Oh, es ist nicht süß. Ja, und weil ich so süß finde, kommt es jetzt in den Pokéball rein. Komm, bleib drin. Du musst dreimal wackeln. Eins, zwei, drei. Yes, das ist drin. Toll, Voltilam wurde gefangen. Ein neuer Eintrag im Pokédex. Geil. Sein Fell wächst ständig. Im Sommer wird es gesichert, aber sein Fell wächst binnen einer Woche nach. Ah ja. Und tatsächlich wird das ein Teammitglied, Leute. Ich werde es nämlich Amphi nennen. Warum? Ist ein kleiner Spoiler, deshalb werde ich euch das dann in einer anderen Folge erzählen, warum ich es Amphi nenne. Aber da haben wir es. Ein neues Teammitglied. Es ist Typ Elektro und das kann sehr nützlich sein. Ich würde am liebsten jetzt schnell zurückklatschen. Lass mich bitte in Ruhe. Oh, es ist ein Defensor-Warte, das fange ich dann auch nochmal. Das kann ich gut gebrauchen. Dann können wir noch mal das Tauschen zeigen. Das Trading. Komm schon. Yes, wir haben es gefangen. Zwei neue Pokémon. Neues Teammitglied. Nein, Spaß. Das wird jetzt kein neues Teammitglied. Es bohrt seine Füße tief in die Erde, um Wasser aufzunehmen. Dann kann es nicht vor Feinden fliehen. So, es ist egal, wie wir es nennen. Wir wollen nur hier schnell raus, um zur Stadt zu kommen. Wow, okay, nee. Vorspulen ist irgendwie gerade zu schnell. Normalerweise ist es nie so schnell. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich lasse es lieber mit dem Vorspulen, das ist viel zu schnell. So, erstmal unsere Pokémon heilen. Und dann wird getauscht. Dann werdet ihr sehen, wie das Trading in diesem Spiel funktioniert. Ach schon, wir haben jetzt 4 Pokémon. Wegen dem Ei. Naja. So kann es ablaufen. So, und der Typ da unten wollte ja Clefanser gegen Onix traden. Das machen wir jetzt mal. Dann können wir ganz am Anfang des Spiels sogar einen Onix haben. Ich sammle Pokémon. Hast du einen Clefanser? Möchtest du es gegen meinen Onix tauschen? Ja. Warum steht da männlich? Ja, Amphi ist jetzt männlich. Ist mir eigentlich egal, ob es männlich oder weiblich ist. Würde beides für mich passen, aber ist eigentlich komplett egal. So, Glasbefenser. Okay, benutze das Gamelink-Kabel. Und da wird getradet. Mit dem Link-Kabel, aber da es ein Emulator ist, wird das sofort emuliert. Nein, nein. Nur im Online, nur im Trading gegen richtige Leute. Bei so einem Trading, das ist ja NPCs. Gefenster G, gesendet an Tobi. Ich finde aber die Ammunition cool. Für Mikes Gefenster überträgt Tobi Onix. Leb wohl, Onix, sagt Tobi. Schon cool gemacht eigentlich. Sieht aus wie eine Schlange. Ja gut, ist Onix ja auch eigentlich. Eine Steinschlange. Werdet ihr jetzt sehen. Kümmere dich um Onix. Werde ich. Mike tauscht Onix gegen Clefanser. Yo, ich hab mir Clefanser besorgt, danke. Hi, wie geht es mein Onix? Ja, aber wir werden Onix nicht benutzen. Deshalb packen wir es wieder sofort zurück in die Box. Ich will mal zeigen, wie das hier funktioniert mit der Box. Zack. Pokémon ablegen. Und da, Aaron heißt es, hat ein Item. Moment, ich würde schon gerne wissen, was für ein Item es trägt. Moment mal, Leute. Was trägt es?
Bitterbeere. Okay. Dankeschön, I guess. So. Aber jetzt kommt Onyx in die Box rein. Und mit diesem Geschrei würde ich sagen, beenden wir diese Folge und fangen die nächste Folge dann in der neuen Route an. Wir werden dann hoffentlich schon in eine neue Stadt gelangen. Azalea City heißt sie dann wohl. Mal schauen, wie wir uns durchschlagen werden. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Positivwertung freuen. Und außerdem, Abo wäre geil. Und ja, rein, tschüss!